Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier teilnehmen zu können und möchte Ihnen einen Vortrag über politische Polarisierung und die Freiheit der Kunst halten. Bis etwa 2015 litt die Kunstwelt an einem postmodernen Überdruss-Syndrom. Anything goes war die Devise. Man konnte machen, was man wollte, ohne dass sich irgendjemand von der Kunst noch provozieren ließ. Insofern griff man immer zu rabiateren Mitteln, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu erregen. Und dazu gehört sicherlich auch Jonathan Mieses Mannheimer Theateraufführung mit Hitlergruß und Hakenkreuz, die schließlich 2013 für den gewünschten Erfolg sorgte und für den gewünschten Eklat. Mese handelte sich hier eine Anklage auf der Grundlage des Paragraphen 86a des Strafgesetzbuches ein, welcher die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verbietet und unter Strafe stellt. Und dazu gehören vor allem eben auch Nazisymbole. Die Staatsanwaltschaft Mannheim stellte ihre Ermittlungen mit der Begründung ein, dass die Grenzen der Kunstfreiheit nicht überschritten seien. Mese ließ sich sozusagen die Differenz von Fiktionalität und Realität per Gerichtsbeschluss bestätigen. Die Welt der Kunst ist ein autonomer Freiraum, in dem man auch mit Aussagen und Symbolen, die in der wirklichen Welt verboten sind, frei operieren kann. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass Mese Performance in einer schwer vorhersehbaren Weise auch großartig war, denn sie markiert eine Zeitenwende. Einerseits steht es für den letzten Versuch, Aufmerksamkeit in einer postmodernen Kunstwelt zu erregen, in die Kunstfreiheit so selbstverständlich geworden ist, dass niemand mehr darüber nachdenkt. Und andererseits antizipiert er damit die heutige Situation, in der die Kunstfreiheit durch No-Platforming oder Cancel Culture, aber auch im öffentlichen Diskurs durchaus in Frage gestellt wird. Die Fälle von Philip Guston, G.K. Rowling, Lisa Eckhart, Monika Maron, Dana Schutz, Axel Krause, Eugen Gomringer, wie sie in der Einführung schon benannt wurden, und viele andere haben sicher alle ihre Spezifität, doch sie stehen auch für eine Tendenz, nämlich, dass die Kunst und die Künstler nicht mehr in derselben Weise frei zu sein scheinen wie früher, wo sie tun und sagen konnten, was sie wollen. Die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Wie ernst muss man diese Entwicklung überhaupt nehmen? Steht wirklich die Kunstfreiheit zur Disposition und was heißt das für die Gesellschaft? Ich gehe davon aus, dass diese Infragestellung der Kunstfreiheit unter anderem die Folge eines Transformationsprozesses ist und insofern beginne ich jetzt nicht mit Kunsttheorie, sondern mit politischer Theorie und möchte Ihnen zunächst ein Modell vorstellen, ein Kippmodell des politischen Raumes. Von da aus möchte ich zur Frage nach der gesellschaftlichen Funktion der Kunst übergehen. Denn auch wenn die Kunst gesellschaftskritisch ist, operiert sie nicht in einem politischen, sondern in einem vorpolitischen Raum. Und drittens möchte ich 5 Faktoren analysieren, welche die Freiheit und Autonomie der Kunst heute nachhaltig schwächen. Sie sehen hier die Parteipositionen zur Bundestagswahl 2017, wie sie von Bundeswahlkompass ermittelt wurden. Es ist eine grafische Darstellung des politischen Raumes. Das ist der politische Raum, in dem wir uns bis vor kurzem befunden haben. Er basiert auf einem Standardmodell der Politikwissenschaften und dieses Standardmodell besitzt 2 Konfliktdimensionen, also eine ökonomische und eine kulturelle. Und Sie sehen dann die Links-Rechts-Unterscheidung auf der einen Seite und die konservativ-progressiv-Unterscheidung auf der anderen. Das eine ist die vertikale und die horizontale Achse des politischen Raumes. Die Ausgangsthese, die ich jetzt von den Politikwissenschaften, aber auch von soziologischen Studien übernehme, ist, dass sich auch in Deutschland wie in den USA und in Großbritannien es zu einem politischen Realignment kommt. Und das heißt, es ist eine Neuausrichtung des politischen Systems oder eine Transformation dieses politischen Raumes in Gange. Politische Realignments treten in Demokratien des Öfteren auf. Sie beruhen auf grundlegenden Veränderungen in den politischen Einstellungen der Wähler. Und diese ändern sich von Generation zu Generation und werden zumeist von großen sozialen, kulturellen und
ökonomischen Transformationen ausgelöst. Indizien dafür, dass wir uns in einem solchen Prozess des Realignments befinden, sind zumeist Anomalien, also es passieren unerwartete Dinge. Und dazu gehört zum einen der Aufstieg von ganz neuen Parteien aus dem Nichts, etwa bei Macron oder bei der Brexit war das. Es kommt zur Verfallserscheinung von lang etablierten Parteien, das etwa bei der Sozialdemokratie zu beobachten in Europa. Es können radikale Neuausrichtungen von Parteien oder sogar feindliche Übernahmen von Parteien vonstatten gehen, wie bei Trump oder durch Boris Johnson passiert. Und es gibt merkwürdige Allianzen, wie etwa in Italien, wo es eine Allianz zwischen der linkspopulistischen Bewegung der Fünf Sterne und der rechtspopulistischen Liga Nord gab. Die Idee, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist, dass sich dieses politische Realignment durch eine Neubezeichnung der beiden Achsen darstellen lässt, welche den politischen Raum konstituieren. Also die Idee ist eigentlich eine Darstellungsidee. Diese Neubezeichnung führt zu einer Rekonfiguration des politischen Raums, wie ich Ihnen gleich zeigen möchte. Die zwei Fragen, die man hierbei beantworten müsste, wäre, wie war der politische Raum bisher konfiguriert? Und die zweite wäre, wie hat sich diese Konfiguration, und das heißt jetzt die Bedeutung dieser Achsen, verändert? Politische Systeme müssen zumindest in Demokratien zwei Grundkonflikte auflösen. Zum einen einen ökonomischen Konflikt. Die freie Marktwirtschaft generiert Wohlstand, aber dieser Wohlstand wird eben nach Marktgesetzen verteilt und das heißt, er wird extrem ungleich verteilt und damit muss dieser Wohlstand auch ein Stück weit umverteilt werden. Und dieser Konflikt wird im politischen System durch linke und rechte Parteien abgebildet. Demokratien lösen hier ein Optimierungsproblem zwischen einer sozialen und einer liberalen Wirtschaftspolitik. Der kulturelle Grundkonflikt entspannt sich auf der vertikalen Achse. Es gibt zum einen ein Interesse am Erhalt von Traditionen und Moral und der Konflikt entspannt sich dann zwischen einem Bevölkerungsteil, welcher tradierte Lebensformen und Moralvorstellungen erhalten wollen und auf der anderen Seite von denen, die sie überwinden wollen. Und demokratische Wahlen stellen sicher, dass eine Mehrheit der Gesellschaft sowohl mit den ökonomischen als auch mit den kulturellen Veränderungen leben kann. Wenn das nicht der Fall ist, entstehen Repräsentationslücken in der Demokratie und diese rufen sehr oft populistische Parteien auf den Plan. So war der politische Raum bislang definiert. Und in den Politikwissenschaften wird schon sehr lange die These vertreten, also über 10 bis fast 20 Jahre, dass sich dieser politische Raum rekonfiguriert. Der Politikwissenschaftler Hans-Peter Kriese hat hier die entscheidenden Thesen formuliert. Er schreibt, dass die neuen rechtspopulistischen Parteien, die schon seit mehr als 20 Jahren an der Spitze der nationalen Reaktion gegen die ökonomischen, kulturellen und politischen Denationalisierungsprozesse standen, nicht nur eine populistische Herausforderung gegenüber etablierten Parteien darstellen, die gewöhnlich regieren, sondern dass sie einen neuen strukturellen Konflikt zwischen Globalisierungsgewinnern und den Globalisierungsverlierern artikulieren. Und diese These hat Kriese bereits 2006 vertreten. Die Frage ist dann, wie verändern sich die Achsen, wenn der neue Konflikt zwischen Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern verläuft? Also das ist eine Art Gedankenexperiment, was ich hier durchführen möchte. Die Links-Rechts-Differenz wird durch eine Präferenz für nationale bzw. globale Wirtschaftspolitik überformt und zum Teil auch ersetzt, denn viele ökonomische Veränderungen werden durch globale, transnationale ökonomische Prozesse bedingt, also durch Freihandelsabkommen, Arbeitsmigration, europäische Finanzpolitik. Und die entscheidenden ökonomischen Fragen werden entsprechend nicht mehr im eigenen Land verhandelt. Und deswegen kann man die ökonomische Achse neu bezeichnen, insofern sie auf der einen Seite eine EU-kritische
europakritische und protektionistische Position abbilden und auf der anderen Seite gibt es eine globale Präferenz, nämlich eine Präferenz für die EU-Vertiefung, für die Euro-Rettung und für den Freihandel. Die neuen kulturellen Konflikte sind interkulturelle Konflikte. Sie finden jetzt nämlich nicht mehr zwischen den progressiven und den konservativen gesellschaftlichen Strömungen in ein und derselben Kultur statt, sondern es sind neue kulturelle Konflikte, die die globalisierungsinduzierte Identitätskonflikte sind. Und diese Konflikte entstehen zwischen denjenigen, die eine kosmopolitische Lebensweise ausbilden, denen sich neue Arbeits- und Lebenschancen in der Globalisierung eröffnen und denjenigen, die weiterhin in einer nationalen, monokulturellen Lebensweise verwurzelt sind. Es geht also zum einen um eine Art selbstgesuchte kosmopolitische Identität, also das ist eine Art habituelle Bindungslosigkeit gegenüber der eigenen Kultur oder zumindest gegenüber dem Nationalstaat, in dem man geboren wurde, und auf der anderen Seite einer vorgefundenen nationalen Identität, wo habituelle Bindungen an die eigene nationale Kultur und an den Nationalstaat noch wichtig sind. So, das Konfliktthema auf dieser kulturellen Achse ist natürlich dann Migration. In Realignment-Phasen werden Parteien orientierungslos. Die Wähler interessieren sich nämlich jetzt für andere Fragen, als die Parteien in ihren Parteiprogrammen adressieren. Und in solchen Umbruchphasen beginnen politische, aktivistische Bewegungen eine besondere Rolle zu spielen. Denn sie haben eine klare Vorstellung davon, was linke Politik bzw. rechte Politik eigentlich sein sollte. Und der politische Aktivismus erfüllt in diesen Zeiten eine Art Leuchtturmfunktion im politischen Raum. Und hier sind heutzutage vor allem identitätspolitische Themen relevant, die sowohl der neuen Linken als auch der neuen Rechten den Weg weisen. Die linke und die rechte Identitätspolitik steht sich entsprechend konträr gegenüber. Und das führt zu einer sehr starken politischen Polarisierung in der Gesellschaft. Das erzeugt aber auch eine Art Drehmoment im politischen Raum. Es drehen sich sozusagen die Konfliktlinien. Der politische Aktivismus verliert aber wieder seine Bedeutung, sobald dieses Realignment vollzogen ist. Und konkret könnte man erwarten, dass die Parteien, die der einen oder anderen Bewegung jetzt mehr oder weniger folgen, identitätspolitische Positionen übernehmen, aber diese Positionen in einer sehr moderaten Form übernehmen. So, wenn sich das Koordinatensystem in dieser Weise ändert, dann kommt es zu einem Realignment des politischen Systems und die neue Konfliktlinie entsteht zunächst einmal zwischen den etablierten Parteien in Deutschland und der AfD. Das ist also diese Art Kippeffekt, der entsteht. Diese Grafik ist jetzt nicht errechnet, wie vorher bei dem Bundeswahlkompass, sondern es ist eben eine grafische Projektion von mir. Es ist ein Gedankenexperiment. Die Linke, die CDU, die Grünen, die FDP befinden sich alle in gleichen kosmopolitischen Quadranten. Sie stehen letztendlich für eine transnationale Identität und für eine transnationale Wirtschaftspolitik. Und die AfD ist dann die einzige Partei, die für eine nationale Identitätspolitik steht, mit nationaler und diese mit einer nationalen Wirtschaftspolitik koppelt. Entsprechend, diese Position wird von der AfD als eine populistische Position vertreten und in den Politikwissenschaften spricht man hier spezifisch von einem nationalen Populismus. Phasen des politischen Realignments sind sehr instabil. Sie sind ambivalent für alle Beteiligten. Denn letztendlich gibt es eigentlich zwei konkurrierende Koordinatensysteme. Und das führt zu Kippbildeffekten in den Parteien und in den Köpfen der Wähler.
Dieses Realignment bringt nun vollkommen neue politische Allianzen hervor. Sie sehen also, die Linke und die CDU befinden sich eigentlich jetzt auf einer und derselben Seite der Konfliktlinie. Ein anderes Phänomen ist, und darin liegt eigentlich auch ein Stück weit die Erklärungskraft einer solchen Theorie, ist, dass die Grünen und die AfD jetzt wachsen, denn sie antizipieren mit ihren Programmen den sich neu formatierenden politischen Raum. Das sind die beiden neuen Antipoden. Und deswegen kommt es drittens eben auch dazu, dass die Volksparteien schrumpfen, dass sie Wähler verlieren, denn diese Konfliktlinie durchschneidet ihre alten Wählermilieus. Sie durchschneidet die Wählermilieus sowohl der SPD als auch der CDU. Die Unterscheidung von links und rechts funktioniert jetzt auch nicht mehr wie früher, wo eben die ökonomische Achse die primäre Achse war. Infolge dieser Fokussierung auf identitätspolitische Themen wird die primäre Achse die kulturelle Achse. Mit dem Realignment geht also ein Riss durch die alten Volksparteien. Und damit gewinnt man aber auch Erklärung dafür, warum sich diese Parteien in der einen oder anderen Weise neu formieren müssen. Und man kann damit auch gewisse politische Bewegungen erklären oder Phänomene erklären. Zum einen gab es die Aufstehbewegung. Sie war migrationskritischer als die SPD und die Linke. Und hat sich eben sehr für den nationalen Wohlfahrtsstaat eben auch stark gemacht. Und das ist ein Modell, das letztendlich die dänische Sozialdemokratie gegangen ist. Aber diese Aufstehbewegung, die von Sarah Wagenknecht auch mit initiiert wurde, hatte keinen Erfolg. Und auf der anderen Seite sieht man solche inneren Spaltungsprozesse eben auch bei der CDU. Es gibt die Werteunion, sie ist weniger europakritisch als die AfD, aber sie vertritt eben nationale wirtschaftliche Interessen und nimmt in etwa so die Position der österreichischen Volkspartei unter Sebastian Kurz auf. Also das sind eben Phänomene, die man eben auch damit deuten kann, wenn sich eben die Konfliktlinien drehen und verschieben, warum es dann zu solchen Absetzbewegungen in den etablierten Parteien kommt. So viel zu dieser politischen Theorie. Und die Frage ist nun, welche Rolle der Kunst in so einer instabilen Phase der Neujustierung des politischen Systems zukommt. Sie kennen vielleicht das sogenannte Böckenförde-Theorem, also das benannt nach dem Rechtsphilosophen Ernst Wolfgang Böckenförde. Und es heißt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und wenn man dieses Theorem etwas modernisiert und das heißt systemtheoretisch reformuliert, dann könnte man sagen, dass das politische System in liberalen Demokratien von Selbstbeschreibungen der Gesellschaft lebt, die die Politik nicht selbst herstellen kann. Das politische System setzt einen Minimalkonsens darüber voraus, was die zentralen politischen Probleme und Konflikte in der Gesellschaft sind. Und erst in Bezug auf dieses gesellschaftliche Einverständnis können sich dann auch komplementäre politische Positionen in der Parteienlandschaft ausbilden. Und hier ist besonders wichtig, dass es sich um komplementäre Positionen handelt, also um Positionen, die sich wechselseitig ergänzen und vor allen Dingen, die sich auch gegenseitig als legitime Positionen akzeptieren können. Von dem großen politischen Realignment, also vor dem großen politischen Realignment, also vor Trump und Brexit, waren die politischen Grundkonflikte klar benannt. Das war der Konflikt zwischen den freien Märkten und den regulierten Märkten und den konservativen Werten und den progressiven Werten. Und innerhalb dieser Selbstbeschreibung arbeitete das politische System im Normalmodus. Es war nicht polarisiert. Und nationalpopulistische Positionen, wie sie von der AfD vertreten wurden eher als eine Anomalie wahrgenommen. Man fragte sich, ob so eine Position überhaupt in diesen politischen Raum gehört.
Kommt es nun zu einem Realignment in der Politik, dann geht das Selbstverständnis der Politik, dieses Selbstverständnis verloren. Es gibt keinen wirklichen Konsens mehr darüber, was überhaupt der politische Konflikt ist, der zur Wahl steht. Man nimmt den politischen Raum aus unterschiedlichen Perspektiven wahr, sodass politische Ideologien der Parteien zugleich gesellschaftliche Wirklichkeit und gesellschaftliche Realität konstruieren können und nicht in einem diese politischen Positionen sind nicht mehr wie vordem in einem übergreifenden gesellschaftlichen Narrativ verankert. Es konkurrieren dann eben zwei politische Ideologien, die sich im Freund-Feind-Schema wahrnehmen. Und das Freund-Feind-Schema ist oder beschreibt eigentlich einen Ausnahmezustand in liberalen Demokratien, der nur in solchen Rekonfigurationsphasen auch entsteht. Politische Krisen sind deswegen nicht nur politische Krisen, sie sind zugleich eben auch Weltanschauungskrisen. Und hier kommt der Kunst, aber auch der Kunstkritik und der Kultur eine ganz entscheidende Rolle zu. Das politische Realignment kann nämlich in den Kunstwerken auch reflektiert werden. Und damit trägt die Kunst auch dazu bei, dass neue Selbstbeschreibungen entstehen. Sie kann also mithelfen, diese neuen Selbstbeschreibungen zu provozieren. Letztendlich verfügt die Kunst über ein sehr subtiles und spezifisches Vermögen, politische Ideologien beobachtbar zu machen, sie durchschaubar und transparent zu machen. Und die Kunst tut dies nicht abstrakt, sondern sie tut das im Medium der ästhetischen Erfahrung am Kunstwerk. Und das ist das eigentlich Provokative an der Kunst, wenn sie überhaupt den Anspruch erhebt, gesellschaftskritisch zu sein, dass sie sich eben nicht an linke oder an rechte Weltbilder hält. Die politische Inkorrektheit ist insofern der Kunst von Anfang an auch eingeschrieben. Diese gesellschaftskritische und reflexive Kunst ist keine politische Kunst, wobei ich glaube, es ist wichtig, dass man den Begriff der politischen Kunst sehr strikt fasst. Und ansonsten wird er nicht praktikabel. Und mein Vorschlag ist, politische Kunst als Kunst zu verstehen oder auch zu definieren, die einen politischen Konflikt thematisiert und artikuliert, darüber hinaus aber auch noch in diesem politischen Konflikt Partei ergreift. Das ist für mich in diesem engen Verständnis politische Kunst. Die Kunst, über die ich aber sprechen möchte, diese reflexive vorpolitische Kunst, erfüllt eine vorpolitische Funktion. Und vorpolitisch heißt jetzt nicht einfach unpolitisch, sondern es besagt, dass sie Voraussetzungen reflektiert, die der Politik und den politischen Diskursen zugrunde liegen. Die vorpolitische Kunst liefert also keinen Beitrag im politischen Diskurs, sondern sie hinterfragt die Bedingungen der Möglichkeit des politischen Diskurses und indem sie das macht, formatiert sie ihn auch neu. Und ich möchte das nicht nur ganz abstrakt machen und behaupten, sondern ich möchte diese These eben auch veranschaulichen, und zwar anhand von Ruben Östlunds Film The Square. Das ist ein derart reflexives, gesellschaftskritisches Werk. Es behandelt politische Themen, aber es ist keine politische Kunst im engeren Sinne. Der Film verändert oder hat das Potenzial, unsere Selbstwahrnehmung zu verändern. Und zwar insofern er zeigt, wie sich neue Konfliktlinien in der Gesellschaft formieren. Sie sehen hier den Protagonisten Christian, der Mann mit Brille. Er ist ein Kurator in einem großen Museum für zeitgenössische Kunst in Stockholm. Hier befindet er sich gerade auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz ins Museum. Es schreit eine Frau um Hilfe und Christian stellt sich schützend vor sie. Und dabei wird ihm die Brieftasche und das Handy gestohlen. Hier sieht man ihn zusammen mit seinem Assistenten. Das ist offensichtlich ein Migrant, der sich in einer sozialen Maßnahme befindet, da er keinerlei Funktion und Aufgaben erfüllen kann in diesem Museumskontext. Aber er hat eine Idee, er schlägt vor, dass man doch dieses gestohlene iPhone
das man am Computer ortet, dass man das doch darüber Drohbriefe schreibt. Und der Punkt ist, dass dieses iPhone sich in einem großen Wohnblock befindet, wo man nicht genau weiß, in welcher Wohnung sich der Dieb aufhält. Und so schlägt er eben vor, 100 Drohbriefe zu schreiben und in jeden einzelnen Briefkasten dieses Hochhauses zu werfen. Und das ist natürlich eine Grenzüberschreitung, weil Christian hier die Spielregeln des demokratischen schwedischen Staates verlässt. Er folgt der Logik einer Kultur, in der man sich nicht auf die Polizei verlassen kann. Christian bekommt mit dieser Aktion tatsächlich seine Brieftasche und sein Telefon wieder. Aber es meldet sich darüber hinaus auch noch ein kleiner Junge bei ihm, denn dieser hatte ebenfalls einen solchen Drohbrief im Briefkasten der Eltern bekommen. Und dieser Junge verlangt nun von Christian eine Entschuldigung, weil er ein Dieb ist und er ihn als Dieb vor seinen Eltern beschuldigt hätte. In dieser Szene geht es auch um eine Grenze. Allerdings ist es eine Grenze, die Christian gar nicht überschreiten kann. Es ist nämlich eine kulturelle Grenze. Christian versteht nämlich diese Forderung nicht. Er versteht sie nicht, weil dieser Junge einen anderen Begriff von Ehre hat, die er verletzt hat. Also es geht hier um den Konflikt zwischen einer Ehrkultur und einer Würdekultur. Und das Unvermögen, diese Verstehensgrenze zu überschreiten, zieht dann auch eine Katastrophe nach sich. Letztendlich wird aufgrund dieser Konflikte Christian seinen Job verlieren. Hier befindet er sich in einem Gespräch mit einer amerikanischen Journalistin, die ihn auf einer Party verführt und mit der er dann auch eine Nacht in deren Wohnung verbringt. Sie leitet aus dieser Nacht eine Verbindlichkeit ab. Ihm ging es offensichtlich nur um einen One-Night-Stand. Und als er ihr das zu verstehen gibt, kippt die Situation und sie wirft ihm vor, dass er seine Macht als Museumsdirektor ausgenutzt hätte, um sie zu verführen. Auch hier geht es um eine Grenze. Es geht um die Grenzen der Intimität, die man im gegenseitigen Einverständnis überschreiten kann. Wenn dieses Einverständnis aber nachträglich in Zweifel gezogen wird, wird aus dieser Grenzüberschreitung ein krimineller Akt. Der geniale Einfall an Östlunds Film ist, dass er die Grenzüberschreitungen im Leben mit der Idee der Grenzüberschreitungen in der Kunst verbindet und dass beide Formen der Grenzüberschreitung in der Person des Kunstexperten Christian zusammenkommen. Hier ein Beispiel, eine Reinigungskraft säubert die Zwischenräume zwischen Erdhaufen und zerstört dabei ein Kunstwerk. Er überfährt sozusagen mit seiner Maschine die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst, weil er diese Grenze einfach nicht erkennen kann. Auch für Christian besteht diese Grenze nur formal. Er meldet den Versicherungsschaden nämlich nicht, sondern rekonstruiert das Werk anhand von Fotografien. Hier sehen Sie den Künstler der Erdhaufeninstallation mit der Kuratorin. Während der Diskussion macht ein Mann aus dem Publikum gegenüber dem Kurator sexuell extrem anstößige Bemerkungen. Es stellt sich heraus, der Mann hat ein Tourette-Syndrom. Alle haben Verständnis und folgen dem Code der Inklusion, eine gesellschaftlich gewollte Grenzüberschreitung. Die Unterscheidung zwischen Kranken und Gesinnten wird damit aufgehoben. Das hat aber groteske Folgen. Die Aufhebung der einen Grenze führt dazu, dass eine andere Grenzüberschreitung toleriert werden muss, nämlich offener Sexismus. Und zudem sprengt diese Grenzüberschreitung eben diese ganze Diskussion. Der dramatische Höhepunkt des Filmes ist eine Performance vor der High Society und den Sponsoren des Museums in Stockholm. Ein osteuropäischer Künstler spielt einen Gorilla und verjagt durch Schreien und Einschüchterung mehrere Besucher, unter anderem auch dem Künstler von der Erdhaufeninstallation. Und das ist ein hochgradig symbolischer Akt. Er ist nämlich der avanciertere Künstler. Er ist das Alpha-Male der Kunst, der die Grenzüberschreitung von Kunst und Leben wirklich ernst nimmt und nicht nur mit Erdhaufen spielt. Er simuliert die Vergewaltigung dieser Frau hier, bis die Gäste sich auf ihn stürzen und einschreiten.
Die Grenzen der Kunst werden überschritten, bis sichtbar wird, dass es auch in der Kunst Grenzen gibt. Hier sehen Sie Christian mit einem seiner Mitarbeiter, einem älteren Vater, der einen Säugling mit in die Dienstbesprechung bringt, und zwar regelmäßig. Auch dies ist eine gesellschaftliche gewollte Grenzüberschreitung. Die Differenz von Beruf und Familie soll aufgehoben werden. Der Museumsmitarbeiter ist aber so mit seinem Säugling beschäftigt, dass er die Katastrophe nicht kommen sieht, die das Werbevideo für This Square, also ein Kunstwerk, nach dem der Film benannt ist, auslösen wird. Und für dieses Werbevideo trägt er eigentlich die Verantwortung. This Square ist eine Installation vor dem Museum. Es ist ein 4x4 Quadratmeter großes Quadrat. Und das soll einen Ort der absoluten Hilfe markieren. Auf einer Bronzeplakette davor heißt es, The Square ist eine Zufluchtsstätte, in der Vertrauen und Achtsamkeit herrschen. Hier haben alle die gleichen Rechte und Pflichten. Auf dem Werbevideo zu diesem Kunstwerk, das von dem vom Museum gesponsert und ausgegeben wird, ist dieses kleine Mädchen mit einer Katze zu sehen, das in einem terroristischen Akt in die Luft gesprengt wird. Das Werbevideo wird ein viraler Hit, aber löst zugleich einen Shitstorm aus, und dieser Shitstorm wird Christian dann auch den Job kosten. Die zwei Werber überschreiten übrigens auch eine Grenze, nämlich die Grenze zwischen Werbung und Kunst, denn sie verstehen sich ganz offensichtlich als Medienkünstler. Es gibt viele solche Episoden. Ich schließe diese Reihe von Beispielen mit einem Bild aus der vorletzten Szene des Filmes. Christian ist bereits entlassen und begleitet seine beiden Töchter zu einer Cheerleader-Performance mit akrobatischen Elementen, bei welchen seine älteste Tochter teilnimmt. Und dieser typisch amerikanische Mädchensport findet ebenfalls in einem Square statt, wie man hier sieht, also mit einem sehr definierten Rechteck. Das ist aber nun gerade kein Safe Space, es ist kein Viereck einer sozialen Utopie. Es gibt hier keine Grenzüberschreitung, sondern es ist ein sehr begrenztes Spielfeld für Teamwork und Höchstleistung. Und hier wird eine Alternative zur Grenzüberschreitung sichtbar, die doch den Zuschauer mit einem sehr deprimierenden Gefühl hinterlässt. Also, der Film The Square thematisiert vor allen Dingen Grenzüberschreitungen, und zwar in allen Lebensbereichen, in der Kunst, im Verhältnis zu Migranten und anderen Kulturen, in Bezug auf sexuelle Beziehungen, in Bezug auf die Ausgeschlossenen in der Gesellschaft, die Better, Obdachlosen und Hilfsbedürftigen. Es geht um die Aufhebung der Grenze zwischen Berufs- und Privatleben und um die Inklusion von psychisch Kranken in das öffentliche Leben. Dabei stößt man aber immer wieder auf Grundüberzeugungen, die ihren Ursprung in der Kunst haben, weil es in der Kunst lange Zeit als eine nicht hinterfragbare Prämisse galt, dass Grenzüberschreitung an für sich etwas Positives sehen. Also dieser Idee entspringt dem Geist der Avantgarde und dass feste Grenzen dann eben normativ etwas Negatives sind. Und Christian verkörpert als Mensch und als Museumsdirektor geradezu exemplarisch diese Ideen und dieses Weltbild. Das heißt, der Film ist ein Film über Grenzen von Grenzüberschreitungen und die Ambivalenzen von Grenzen. Er zeigt letztendlich den Zusammenbruch einer vorherrschenden Weltbildgrammatik, aber auch eine westliche Gesellschaft, die von all ihren gewollten und ungewollten Grenzüberschreitungen überfordert ist. Was der Film darüber hinaus zeigt, ist, dass Grenzen und Grenzüberschreitungen eben nicht einfach positive oder negative Werte sind, sondern dass sie eben hochgradig ambivalent geworden sind. Der Film delegitimiert sowohl die Ideen der linken als auch der rechten Identitätspolitik und lässt sie damit an ihren normativen Grenzbegriffen kollabieren. Und vor dem Hintergrund, dass wir uns in einem politischen Realignment befinden und dass die gesellschaftskritische Funktion von Kunst eben keine parteiergreifende
politische sein muss, sondern eben auch eine reflexive vorpolitische sein kann, lässt sich auch eine erste Antwort auf diese Leitfrage formulieren, inwiefern heute die Kunst und inwiefern heute die Freiheit und die Autonomie der Kunst zur Disposition stehen. Wiederum der Ausgangspunkt ist eine politikwissenschaftliche Theorie, und zwar der Aufsatz von Farid Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy von 1997, also der Aufstieg der illiberalen Demokratie. Und ich denke, dieser Aufsatz ist geeignet, das Problem der Freiheit der Kunst besser zu beschreiben und zu kontextualisieren. Zakaria geht von der Beobachtung aus, dass westliche Demokratien sich als liberale Demokratien beschreiben, aber dass diese beiden Begriffe, die ja ein Kompositum bilden, die Demokratie und der Liberalismus, sowohl in der Sache nach verschieden sind, als auch historisch verschiedene unterschiedliche Ursprünge und Wurzeln haben. Die Demokratie ist vor allem die Herrschaft des Volkes und wird durch freie und faire Wahlen garantiert. Der Liberalismus hingegen ist eine tief in der westlichen Geschichte verwurzelte Tradition, die die Autonomie und die Würde eines Individuums in besonderer Weise schützt, und zwar gegenüber dem Staat, gegenüber der Kirche und gegenüber jeder Art von Gruppeninteressen. Es ist vor allen Dingen ein konstitutioneller Liberalismus, weil der Schutz der individuellen Freiheit durch eine bestimmte Verfassung der Gesellschaft garantiert werden soll. Die Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, der Schutz von basalen Freiheitsrechten wie der Redefreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit garantiert. Und hier kommt natürlich auch die Kunstfreiheit mit hinzu. Liberale Demokratien werden also sowohl von politischen Freiheiten als auch von bürgerlichen Freiheiten getragen. Und diese Freiheiten sind nicht identisch, so Zakaria. Dieser differenzierte Blick auf liberale Demokratien erlaubt überraschende Einsichten. Neben liberalen Demokratien werden nämlich drei andere Möglichkeiten denkbar und sichtbar, nämlich illiberale Demokratien auf der einen Seite und liberale Autokratien auf der anderen Seite. Es gibt dann noch diese dritte Option der illiberalen Autokratien. Sie werden in dem Aufsatz nicht weiter behandelt, aber ich denke, es handelt sich hier einfach um Diktaturen. Die müssen hier keine weitere Rolle spielen. Entscheidend ist, dass bis ins 20. Jahrhundert hinein die meisten Länder in Westeuropa liberale Autokratien waren. Sie folgten den liberalen Werten der Aufklärung, waren aber keine Demokratien. Und das Motiv, das Zakaria zu dieser Theorie bewogen hat, war, dass die Hälfte der sich demokratisierenden Staaten am Ende des 20. Jahrhunderts zwar Demokratien waren, aber eben nicht liberal verfasst waren. Sie waren oder sind illiberale Demokratien, und er nennt dann Länder wie Ghana, Haiti und die Slowakei, und heute würde man wahrscheinlich auch Ungarn oder Russland mit hinzurechnen, wobei der Witz darin besteht, dass ja Viktor Orban sein Land selbst als eine illiberale Demokratie bezeichnet hat. Der konstitutionelle Liberalismus hat zur Demokratie geführt, aber die Demokratie scheint keinen konstitutionellen Liberalismus hervorzubringen, zumindest nicht automatisch. Zakarias Modell hilft zu verstehen, welchen Herausforderungen sich liberale Demokratien heute gegenüberstehen. Es ist nicht die Demokratie, die gefährdet ist, sondern der Liberalismus, der in liberalen Demokratien unter Druck gerät. Die liberalen Demokratien werden heute sowohl durch einen rechten Populismus als auch durch linke Identitätspolitik herausgefordert. Und hinzu kommt im Prinzip auch der islamische Fundamentalismus, den ich aber in diesem Vortrag vollkommen ausklammern werde. Es handelt sich um politische Bewegungen, für die nicht die Freiheit des Individuums der entscheidende Wert ist, sondern die Rechte und Interessen von gesellschaftlichen Gruppen. Die Verfassung liberaler Demokratien schützt aber keine Gruppeninteressen, sondern die Grundrechte ermächtigen die einzelnen Individuen und Subjekte. Der Populismus auf der anderen Seite ist nicht etwa undemokratisch, wie fälschlicherweise oft behauptet wird, sondern er folgt einem hyperdemokratischen Ideal.
wo der Wille des Volkes durch nichts und sprich auch durch keine liberale Verfassung begrenzt wird. Die Mehrheit des Volkes kann auch dafür stimmen, die Freiheitsrechte einzuschränken. Die rechte Identitätspolitik wird illiberal, weil sie Mehrheitsinteressen über die Würde des Individuums stellt. Und auf der anderen Seite stellt die linke Identitätspolitik die Rechte von Minderheiten über die Freiheitsrechte des Individuums. Sie akzeptiert deswegen praktisch auch nicht die Spielregeln liberaler Demokratien, wo Redefreiheit, Wissenschaftsfreiheit oder Kunstfreiheit als absolute Werte in der Verfassung festgeschrieben sind. In Artikel 5 des Grundgesetzes heißt es, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Diese Aussage, Kunst ist frei, ist natürlich sehr offen formuliert und muss, wenn man sich auf diesen Verfassungsartikel berufen will, konkretisiert werden. In der philosophischen Ästhetik versteht man die Freiheit der Kunst als Autonomie, also als Freiheit zur Selbstgesetzgebung. Die Kunst ist so frei, keinen kunstfremden Regeln, sondern nur ihren eigenen Kriterien folgen zu müssen. Liberale Demokratien sind auch deswegen liberal, weil sie bis zu einem gewissen Grad auch illiberale Ideen und Ideologien tolerieren. Es gab und gibt immer Menschen, welche die Freiheit der Kunst aus religiösen, politischen und moralischen Gründen am liebsten einschränken würden. Wenn man aber verstehen möchte, warum die Freiheit der Kunst nicht mehr selbstverständlich ist, dann muss man die konkreten historischen Bedingungen analysieren, die zu einer solchen illiberalen Grundstimmung in der Gesellschaft geführt haben. Und hier gibt es ein ganzes Bündel von Faktoren, die sich auch wechselseitig verstärken. Und ich werde kurz die meines Erachtens 5 wichtigsten und entscheidenden Faktoren hierfür benennen. Der erste Aspekt ist ein soziologischer. Die soziale Stellung von Künstlern verändert sich in postindustriellen Wissensökonomien. Es geht eben nicht mehr um Besitz und Kapital. Diese bestimmen eben nicht mehr in erster Linie den sozialen Status in der Gesellschaft, sondern es sind mehr und mehr Bildung, Intelligenz, das Beherrschen von Sprachen und das Leben und die Erfahrungen in und mit fremden Kulturen. Künstler und Künstlerinnen gehören zur Avantgarde einer kosmopolitischen Lebensform und stehen jetzt auf der Seite der Globalisierungsgewinner, was vorher nicht der Fall war. In Zeiten einer starken politischen Polarisierung der Gesellschaft, wie sie für Realignment-Phasen typisch ist, sind Künstler eindeutig politisch verortet und finden sich in kosmopolitischen Quadranten wieder. Und dann ist die Versuchung natürlich groß, für das eigene kosmopolitische Milieu zu sprechen. Der zweite Faktor ist ein ideeller Konflikt. Und er besteht darin, dass in letzter Konsequenz, also wenn man die Dinge zu Ende denkt, jede Form von Identitätspolitik in einem fundamentalen Widerspruch zur verfassungsmäßig verbrieften Kunstfreiheit und der ihr korrespondierenden Kunstautonomie steht. Dieser Konflikt zwischen Gruppeninteressen und den Freiheitsrechten des Subjekts existiert immer schon in liberalen Demokratien, wird aber normalerweise geräuschlos von der Gesellschaft weggearbeitet. Dass dieser Konflikt heute so in den Vordergrund rückt, hat etwas mit 2 Verstärkungsmechanismen zu tun. Über den ersten haben wir schon gesprochen. Der erste Verstärkungsmechanismus betrifft die Neuformatierung des politischen Raums, in Raumes, in der politische Aktivisten von links und von rechts eine temporäre Orientierungsfunktion für politische Akteure und Parteien und Wähler übernehmen können. Und meine Hypothese wäre, dass Identitätskonflikte zwar in den nächsten Jahrzehnten weiterhin den Links-Rechts-Konflikt in liberalen Demokratien überformen werden und auch die politische Auseinandersetzung strukturieren werden, dass diese Identitätskonflikte aber in eine moderate Form überführt werden. Und das markiert dann auch das Ende des politischen Realignments. Und das politische System kommt dann wieder in einen Normalmodus. Das politische Lager könnte sich in einer kulturellen europäischen Identität orientieren. Und das ist jetzt sozusagen eine Hypothese, eine Idee, wie das aussehen könnte. Also eine Position, wie sie bereits von Macron vertreten wird und in der das Erbe der Aufklärung und des Liberalismus aufgehoben bleibt.
und das kommunitaristische Lager hingegen würde auf je eigenen nationalen kulturellen Identitäten bestehen und sich von rechtspopulistischen ethnischen Nationalismus distanzieren. Der zweite Verstärkungsmechanismus, und das ist vielleicht auch der entscheidende für die Infragestellung der Kunstautonomie, ist kein politischer, sondern ein medialer. Mit dem Aufkommen der neuen Medien kann die politische Kommunikation die kunstimmanente Kommunikation in einer Weise irritieren, wie dies bis vor kurzem unmöglich schien. Zum einen werden die Kunstsysteme durch die neuen Medien von außen beobachtbar. Man muss nicht mehr aktiv in den Kunstszenen teilnehmen, also Theateraufführungen besuchen und Ausstellungen sich anschauen oder Bücher lesen. Man findet im Netz immer die politisch brisanten Zitate, Bilder und Sätze, die sich aus dem Kunstkontext herauslösen lassen und die sich sehr schnell politisieren lassen. Und man hat natürlich auch sehr viel mehr Zugriff als früher auf die Interviews und auf die Kommentare von Künstlern und Schriftstellern, die sich eben auch auf YouTube und auf Facebook und auf Online-Zeitungen finden. Und diese Aussagen lassen sich natürlich auch sehr schnell auf ihren politischen Gehalt hin checken und dann kann man auch darauf sehr schnell eingehen. Das Kunstsystem wird also in einer nie gekannten Weise beobachtbar für politische Akteure. Und diese können die neuen Medien auch dazu nutzen, in die Kunstszenen hinein zu kommunizieren, also mit moralischer Empörung Kunstinstitutionen auffordern, ein Kunstwerk oder eine Künstlerin aufgrund von politischen Gehalten die Plattform zu entziehen. Und das ist mit Deplatforming oder auch mit Cancel Culture letztendlich gemeint. Das Kunstsystem erleidet durch diese neue Transparenz einen strukturellen Autonomieverlust. Bislang waren fast alle Kunstbeobachter Akteure im Kunstsystem oder doch zumindest informierte Kunstrezipienten oder Kunstliebhaber, für die es außer Frage stand, dass die Zeichen und Symbole im Kunstkontext einen anderen Status und eine andere Bedeutung haben als in der realen Welt. Politische Aktivisten machen all die konstitutiven Unterscheidungen zwischen Figurenrede und politischer Aussage, realer Welt und fiktionaler Welt, Autor und Werk nicht mit. Kunstinstitutionen sind in dieser neuen Situation oft überfordert und geben dem politisch-moralischen Druck nach und geben damit eben auch ein Stück weit die Autonomie der Kunst preis, wie wir sie bislang gewohnt waren. Ich vermute, dass es einige Zeit braucht, bis diese Institutionen eine Art von Resilienz gegenüber der politischen Kommunikation aus dem Netz entwickeln werden können. Man muss nicht auf jeden Shitstorm reagieren, wenn sich hinter den 50 empörten Kommentaren auf Twitter nur 5 Leute mit jeweils 10 unterschiedlichen Konten verbergen. Letztendlich brauchen die Kunstinstitutionen aber gute Argumente, um ihre Freiräume verteidigen zu können. Doch hier fehlt es meines Erachtens an einer entsprechenden Legitimationsstrategie. Und diese Legitimation fehlt vor allem deshalb, weil man sie in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht gebraucht hat. Wir haben bis vor kurzem in einer postmodernen Kunstwelt gelebt, in einer Epoche, in der alle Tabus gebrochen, alle Grenzen überschritten und im Prinzip alles möglich war. Nichts war so selbstverständlich wie die Freiheit der Kunst und über Cancel Culture hätte man wie über einen schlechten Witz vor wenigen Jahren noch gelacht. Die Autonomie der Kunst wird inzwischen nicht nur durch Proteste infrage gestellt, sondern es gibt auch theoretische Überlegungen, warum dies richtig sein könnte. Ein Beispiel hierfür ist der vor wenigen Tagen im Neuen Deutschland publizierte Text von Wolfgang Ulrich mit dem Titel Streitort Museum. Er schreibt, nachdem man bei vielen Konsumprodukten und erst recht bei der Beurteilung ihrer Qualität bereits ganz selbstverständlich soziale oder ökologische Kriterien einbezieht, sollte endlich, spät genug, auch bei Kunst so verfahren werden. Gerade von Kunst, von Artefakten, an die man höhere Ansprüche als an andere stellt, sollte erwartet werden können, dass sie nicht nur in einer, sondern in möglichst
möglichst vielen Hinsichten über Exzellenz verfügen. Also nicht nur formal brillant, geistreich und überraschend, sondern zugleich frei von Diskriminierungen, besonders ressourcenbewusst und unter absolut fairen Bedingungen produziert sind. Das Argument ist also, dass Kunst nicht nur mit kunstimmanenten, sondern auch mit kunstfremden Kriterien beurteilt werden sollte und dass damit man ein besseres Urteilsregime für die Kunst bekommen würde. Das klingt schön und gut, folgt aber der Logik von Konsumprodukten und eben nicht von Kunstwerken. Das Kunstsystem funktioniert grundlegend anders als die Wirtschaft, wo der Verkauf von Waren vom Gesetzgeber reguliert werden kann und auch muss, sodass die Produkte ökologische, politische oder arbeitsrechtliche Standards erfüllen. Und infolgedessen, so kann man durchaus argumentieren, durchaus auch bessere Produkte werden. Ein Kunstwerk wird aber nicht besser, wenn man die Zahl seiner Qualitätsstandards erhöht, sondern es verliert seine eigentliche Qualität. Das Kunstsystem ist kein Funktionssystem, sondern ein Reflexionssystem, das durch diese Art von Kriterienakkumulation, wie sie Wolfgang Ulrich vorschlägt, meines Erachtens dysfunktional wird. Wenn man politisch vorgibt, was eine diskriminierungsfreie Darstellung ist und bestimmte Zeichen, Symbole oder Aussagen tabuisiert, dann nimmt man der Kunst nämlich damit auch die Möglichkeit, diese Themen in einer für die Gesellschaft aufschlussreichen Weise zu reflektieren. Es ist eine historische Errungenschaft liberaler Demokratien, dass sie eine fiktionale Kommunikationssphäre geschaffen hat, wo es keine Darstellungsverbote gibt und alles, was dargestellt wird, auch negiert, dekonstruiert und ironisiert werden kann. Und zwar unabhängig davon, was einzelne Personen oder gesellschaftliche Gruppen oder auch die Mehrheit der Gesellschaft davon halten. Für liberale Demokratien ist die Kunst ein Immunsystem, der die Gesellschaft weltanschaulichen Pluralismus einimpft. Die Kunst ist ein verfassungsmäßig geschützter Freiraum, an dem liberale Demokratien ihren Liberalismus in einer exzessiven Form ausleben können. Und damit wird die Kunst auch zu einem besonders umkämpften Feld mit hohem Symbolwert, wenn dieser Verfassungsliberalismus aufgrund besonderer historischer Umstände, in denen wir uns ja heute ausgesetzt sehen, in Frage gestellt wird. Aufgrund der digitalen Medienrevolution und aufgrund des Übergangs von einer Industrie in eine Wissensgesellschaft und wegen der Ausbildung einer neuen Konfliktlinie im politischen Raum wird der den liberalen Demokratien eingeschriebene Liberalismus einem Stresstest ausgesetzt. Ein großer Vorzug liberaler Demokratien ist es aber, dass sie diesen Stresstest zunächst einmal symbolisch und experimentell in ihrem Kunstsystem vollziehen kann. Vielen Dank.